Hallo, ich wollte ganz kurz darüber sprechen, warum wir so oft versuchen, einen guten Eindruck zu hinterlassen und es auch genauso oft in die Hosen geht. Ja, mein Name ist Patricia Dender. Ich bin hier, um dich daran zu erinnern, wer du wirklich bist, wie unsere Welt wirklich funktioniert und wie du selber alles kreierst und im Rückschluss eben auch alles haben kannst, was du wirklich willst. Ja, das mit dem guten Eindruck. Warum wollen wir immer einen guten Eindruck hinterlassen? Wir wollen, dass die Menschen da draußen gut über uns reden, dass sie denken, wir sind nett, dass sie denken, wir sind attraktiv, dass sie mit uns wieder in Kontakt kommen wollen, dass einfach eine gute Schwingung da ist, dass wir eine gute Schwingung hinterlassen, dass wir eine gute Energie hinterlassen, dass wir einen guten energetischen Fußabdruck hinterlassen. Von uns. Von unserem Sein, von unserem tatsächlich wahren Wesen. Und warum können wir diesen wunderbaren energetischen Fußabdruck so oft nicht hinterlassen? Weil wir unseres Wesens uns nicht bewusst sind, weil wir unseres Seins nicht bewusst sind. Wir sind nicht bewusst, wie wir wirken. Wir sind nicht bewusst, in welcher Energie wir gerade sind. Wir sind unbewusst. Unbewusst unterwegs mit unseren alten Denkmustern, Ansichten, Überzeugungen. Und dann sind wir grausam bemüht, einen guten Eindruck zu hinterlassen. Einen guten Eindruck, einen guten Fußabdruck zu hinterlassen von etwas, was wir glauben, was nicht gut genug ist. Diesen guten Fußabdruck, diese gute Energie zu hinterlassen, gelingt nur, wenn du in einer guten Energie mit dir selbst, über dich selbst bist. Dann ist es auch nicht schwer, dann ist es auch keine Überwindung, dann ist es auch nichts, was du tun musst, sondern dann ist es etwas, was du tust, weil du es bist. Aber wenn du etwas tust oder tun willst, weil du nicht davon überzeugt bist, dass du es bist, sondern dass du es irgendwie erreichen musst durch Worte, durch Angebote, durch Handlungen, durch irgendetwas, was du dem Gegenüber präsentierst, damit er gefälligst den Rückschluss oder sie den Rückschluss machen soll. Wow, das ist ein toller Mensch. Die hinterlässt einen guten Eindruck. Die hinterlässt einen guten Eindruck, was die für einen Lebenslauf hat. Also wie die sich präsentiert hat, die hinterlässt einen guten Eindruck. Kann schon kurz mal sein. Aber dass dieser gute Eindruck auch nachhaltig ist und dass sich dieser gute Eindruck für dich auch gut anfühlt, dass dieser gute Eindruck, den du hinterlässt, für dich das Normalste des Lebens ist, weil du eine bist oder einer bist, der einen guten Eindruck hinterlässt. In diesen Seinszustand darfst du kommen. Aus diesem Seinszustand ist es dir völlig egal, ob du einen guten Eindruck hinterlässt oder nicht. Dieser Gedanke kommt dir nicht mal mehr, ob du einen guten Eindruck hinterlässt oder nicht, weil du per se jemand bist, der in einer guten Energie ist und so einen guten energetischen Eindruck, eine gute energetische Wirkung im Universum hinterlässt. Weil es per se so ist, weil es völlig egal ist, wen du triffst, weil es total egal ist, mit wem du dich unterhältst, weil du jemand bist, der einen guten Eindruck hinterlässt, weil du jemand bist, der guter Eindruck ist, weil du jemand bist, der gute Energie ist, weil du jemand bist, der gute Wirkung ist, weil du jemand bist, der einfach Gutes bewirkt, allein durch sein Sein, durch seine Energie, durch ihre Energie, durch ihr Sein. Und da ist wieder so viel Mindfuck-Potenzial drin. Wenn du dir vornimmst, ach, ich muss jetzt hier einen guten Eindruck hinterlassen, ich muss hier einen guten Eindruck hinterlassen. Ja, was ist dann? Dann bist du aufgeregt, dann bist du nervös und dann gehst du davon aus, dass du per se keinen guten Eindruck hinterlässt. Punkt. Mangel. Und egal welcher Mangel es ist, solange du in der Mangelwelt lebst und nicht im unendlichen Universum der hundertprozentigen Potenziale. Und solange du so überheblich bist, in Anführungsstrichen, dass du glaubst, dass es darauf ankommt, was du tust, was du für einen Lebenslauf hast, was du für Geschichten erzählst, dann muss ich dir leider sagen, no. Darauf kommt es überhaupt nicht an. Es kommt nicht darauf an. Es kommt nur darauf an, dass du dieses Selbst Bewusstsein hast. Dass du dir bewusst bist,
welches Sein du gerade emanierst, welches Sein aus dir heraus entsteht, welches Sein du gerade kreierst im Außen, in welches Sein du andere einlädst, in welchen Seinszustand. Darauf kommt es an. Aber nicht darauf, was du hier tust und wichtelst und machtelst und handelst und geschäftelhuberst und laberst und überzeugst. Vergebene Liebesmüh, wahnsinnig viel Aufwand in eine absolut falsche Richtung. In die Richtung oder aus der Richtung, wo du davon ausgehst, dass du im Mangel bist, dass du mangelhaft bist, dass wir in einer mangelhaften Welt sind. Ja dann kreierst du das, ja dann zeigt sich das, ja dann ist es halt schwer. Und die Wahrheit ist, es ist einfach, aber unser Verstand muss trainiert sein, der muss Wissen haben, der braucht Wissen über unser wahres Sein, der braucht Wissen, wie wir da hinkommen, der braucht Wissen, um es anzunehmen, so dass er es annehmen kann. Dieses Wissen muss bedingungslos vermittelt werden. Dieses Wissen muss klar sein, muss rein sein, muss wahr sein, muss göttlich sein. Und wenn du dieses Wissen in dir aufgesaugt hast, hast du dein Bewusstsein verändert, dein Selbstbewusstsein. Dann bist du nämlich dir deiner göttlichen Version bewusst. Und dann geht's los. Dann geht's richtig los. Dann wird das Leben einfach, dann wird das Leben schön, dann wird es lustig, dann ist es eben bedingungslos. Und da möchte ich ganz, ganz, ganz viele Menschen hinbegleiten, weil da ist es echt schön, da ist es lustig und da, du brauchst kein Hokuspokus, du brauchst nur Wissen. Wissen. Und meine Stärke ist, dir dieses Wissen so zu vermitteln, dass es dein Verstand versteht. Weil in meinen Sessions hole ich aus dir raus, wie dein Verstand tickt und weiß dann, wie ich mit dir sprechen muss, dass dieses göttliche Wissen in dein ganzes System reingeht. Geil, oder? Ich finde es wahnsinnig geil. Habe nie damit gerechnet, aber ich habe riesengroße Freude, was dadurch möglich wird. Und ich möchte dir und allen anderen auf dieser Welt, Millionen, Milliarden, dieses Wissen so präsentieren, dass du es verstehen kannst. Melde dich bei mir, wenn du interessiert bist. Und wir finden ein super geiles Angebot für dich, das dich genau dorthin begleitet, wo du hingehörst und wo du sein möchtest und wo es sich gut anfühlt. Bis dann. Ciao.